Gametastical. Gaming is our passion. Moin, moin, meine lieben Freunde. Heute haben wir wieder einen neuen Part hier vom Owner Mode bei Madden NFL 15 für euch mit unseren Carolina Panthers. Und ihr seht hier schon ganz groß Johnny Manziel aufploppen. Die meisten von Ihnen, so sah es zumindest in den Kommentaren aus, haben sich ihn gewünscht. Und der Konsens war eigentlich eindeutig in die Richtung, dass wir Cam Newton abgeben sollten, wenn er einfach so viel Cap Room frisst. Und ja, wir werden heute probieren, Manziel zu holen. 21 Jahre, 81 overall. Und das, was viele in den Kommentaren geschrieben hatten, hatte ich bisher noch gar nicht bedacht. Johnny Manziel hat eine Persönlichkeit von 99. Und das hat zur Folge, dass wir von ihm bei Merchandise-Umsätzen deutlich mehr erwarten können, als vielleicht von anderen Spielern. Teddy Bridgewater war die andere Alternative. Auch der wurde sich gewünscht. Aber nicht ganz so häufig, so sah es zumindest aus, wie Johnny Manziel. Und ich finde Manziel, wie gesagt, ich kenne ihn jetzt für eine Saison aus einer anderen Karriere. Und ich finde, in meinen Augen ist Johnny Manziel der beste Quarterback, den man in diesem Spiel haben kann. Noch nicht zu Beginn, aber auch zu Beginn muss man aufpassen, dass man nicht zu viele Interceptions wirft, um ihn aufzubauen. Und dann kann das was werden. 1:1 Tausch fände ich jetzt eigentlich nicht ganz fair. Sie wollen Cam Newton haben. Wir probieren mal, ob wir noch einen Pick oder so dazu bekommen können hier von den Browns. Wenn nicht, versuchen wir den 1:1 Tausch. So, wir starten mal beim höchsten Pick, den sie haben. Und den wollen sie dann schon mal nicht hergeben. Wahrscheinlich müssen wir am Ende sogar noch was drauflegen. Kann durchaus passieren. Weil Manziel ist, wie gesagt, noch 4 Jahre jünger natürlich als Cam Newton. Und Newton hat diese unfassbar teuren Passwerte. Meine Güte, Cam Newton, das kostet richtig Geld bei ihm, die Passwerte hochzuschrauben. Und das macht es für uns nicht einfacher, weil wir brauchen gute Passwerte. Da kommen wir nicht drum rum. So leid mir das tut. Und für mich ist weiterhin bei einem Quarterback das Wichtigste, dass er vernünftig passen kann. Und das könnte bei Cam Newton ein bisschen schwieriger werden. Auch wenn er gute Spiele bei uns hatte. Manziel wird, wenn er 99 hat, ähnlich teuer werden wie Newton vermutlich. In meinen Augen ist er dann aber immer noch die bessere Option für unser Franchise, für unsere Carolina Panthers. Und wann ist die bessere Zeit für einen Umbruch noch als jetzt? Jetzt haben wir die Zeit. Ja, wir müssen sogar noch was drauflegen. Jetzt hätten wir die Zeit und könnten sehen, was wir machen können. Garoppolo, wir haben einen super Ersatz-Quarterback. Wir schauen bei den Wide Receivers, da haben wir naja, nichts, was wir unbedingt holen könnten. Aber wir könnten tatsächlich nochmal bei den Free Agents schauen, ob da noch irgendwas ist, was wir vielleicht auch für gewisse Positionen gebrauchen könnten. Vor allen Dingen auch bei den Wide Receivers, da haben wir sowieso recht wenig. Bennett könnten wir mal verpflichten. Und dann können wir die Älteren, die wir noch haben. Ach, Roster Size ist schon erreicht. Das heißt, wir müssen erstmal jemanden entlassen hier. Okay. Dann schauen wir mal bei Salaries, wer dann ja auch der Älteste unter anderem mit ist und vielleicht nicht ganz so gute Werte hat. Wir haben gar nicht so alte Spieler. Wundert mich eigentlich. King, Wide Receiver, Webb, den brauchen wir. Left Tackle, Donald. Cornerback, Thomas. Den könnten wir vielleicht hergeben. Release. Okay, so, den haben wir einmal released. Und dann schauen wir jetzt nochmal, dass wir den Wide Receiver da verpflichten können als Free Agent. Und dann hoffen wir, dass wir einen neuen Aufhänger für unser Franchise kriegen. Nämlich Johnny Manziel. So, jetzt schauen wir mal Trade Center. Ich hatte ja erwähnt, dass es natürlich geht, dass man sich alle Wide Receiver holt und dann das Team richtig hart aufpusht. Das wollen wir natürlich hier möglichst nicht tun. Und dabei bleibt es auch erst einmal. So, Quarterback Manziel. Ihr kriegt Cam Newton, ein super Quarterback, definitiv. Und dann kriegt ihr hier noch bei den Wide Receivern meinetwegen King obendrauf.
Und dann probieren wir das mal. Wollen sie noch nicht? So. Er hier. Auch nicht. Dann legen wir die letzten beiden drauf und holen noch einen Free Agent. Boah, Jungs. Jetzt werden sie hier aber. Jetzt gehen sie aber steil. Bennett haben wir gerade erst verpflichtet. Also da müssen wir... Boah. Junge. Vielleicht auch ein Cornerback. Die wollen uns richtig die Schuhe ausziehen hier. Oh, Maximum Roster Size. Das altbekannte Problem. Junge. Müssen wir vielleicht noch einen besseren Cornerback drauflegen. Flowers, den haben wir eigentlich erst neu geholt. Wäre jetzt nicht so schön. Haben wir auch einen guten. Und einen vierten und fünften, das werden sie nicht machen. Dafür sind die Picks zu schwach. Ja, vielleicht ein Pick von denen. Und ein Wide Receiver. Holmes könnte man eventuell als Wide Receiver noch hergeben. Den wollen sie aber gar nicht. Er ist zu alt. Zu alt, klar. Auch hier sagen sie noch nein. Sie wissen, dass Johnny Manziel einen gewissen Wert hat. Das wissen sie. Der Engerer wollen sie gar nicht. Und die haben natürlich den Roster. Das heißt, ist natürlich jetzt schon angepasst. Da muss man natürlich jetzt aufpassen. Cornerback Gilmore behalten wir auf jeden Fall. Flowers. Da müssten wir uns alternativ noch einen Free Agent holen, Cornerback. So, das wollen sie jetzt schon mal wieder nicht. Jetzt schauen wir nochmal hier mit dem Pick. Ja! Aber ihr habt gesehen, sowas ist teuer. Junge Spieler sind teuer. Newton, Flowers und ein Viertrunden-Pick noch. Junge. Aber am Ende werden wir mit dieser Option wahrscheinlich trotzdem den besseren Weg gehen. Bin ich mir weiterhin ziemlich sicher. Und jetzt noch einen Cornerback verpflichten. Und wir haben da eh Flowers. Gut, der wäre noch einigermaßen jung gewesen, aber auch der... Wäre der Vertrag natürlich am Ende des Jahres ausgelaufen. Jetzt holen wir uns hier Samuel. Und für ein Jahr. Und schauen, dass wir nächstes Jahr dann bei den Cornerbacks ein bisschen zusehen. Oder wir traden uns jetzt noch schnell ein. Einen jungen Cornerback. Vielleicht haben wir da noch die Chance, irgendwas zu machen. Kyle Fuller sieht interessant aus von den Bears. Können wir mal im Auge behalten. Dennard sieht sehr interessant aus. Würde ich prinzipiell auch mal im Auge behalten. Also dieser Dennard, der sah schon nicht schlecht aus. Da werden wir gleich mal schauen, ob wir den irgendwie verpflichten können. Dann hätten wir nämlich gleich noch in dieser Saison da zugeschlagen. Bei wichtigen Wide Receiver, bei einem Cornerback noch, bei einem jungen und bei einem guten. Auch das ist natürlich auch immer wichtig für so ein Team, dass du einen hast, der auch eine Interception fangen kann. Die Lions ganz, ganz schwach auf der Cornerback-Position. Die Patriots mit Logan Ryan, einen sehr interessanten. Auf jeden Fall, aber im Großen und Ganzen muss man sagen... Das hier, klar, die Seahawks, okay, kannst du nicht bezahlen. Titans, die Texans, auch nichts Überragendes. Die Vikings, okay, aber ich muss sagen, Dennard, eigentlich der interessanteste hier. Wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das sehe ich richtig. Fuller ist interessant, aber Dennard, ganz ehrlich, 22 und 80.
Da geht auf jeden Fall was. Da schauen wir mal, ob wir vielleicht einen Cornerback legen wir hin. Wide Receiver haben wir auch genug. Da könnten wir noch einen mit drauflegen. Und dann schauen wir mal, ob wir da was erreichen können. Wide Receiver könnten wir sogar die letzten beiden drauflegen. Na, ja, wir probieren das mal so. Vielleicht noch ein Pick, weil wir wollen nicht wieder auffüllen über Free Agent Markt. Auch wenn es vielleicht verlockend wäre. Wide Receiver könnten aber eigentlich reichen. Drei, naja, du brauchst schon welche. So, ein Cornerback haben wir raufgelegt, der wird 1:1 getauscht. Na, dann bleiben wir bei 4 Cornerbacks. Left Outside Linebacker suchen sie noch. Hier die Bengals. Können wir nicht mit dienen. Defensive Tackle haben wir natürlich 2 sehr starke. Ah, da sagen sie aber nein, da sagen sie ganz ehrlich, nee. Asante Samuel, auch er haben wir gerade natürlich geholt. Wenn wir Gemma noch mit drauflegen, sagen sie, so viel Alte wollen wir nicht. So, Pilaris, warte mal, Thomas als Cornerback. Und noch einen Wide Receiver, den wir dann doch vielleicht ergänzen könnten. Aber auch da sagen sie nein. Dennard ist eine sehr interessante Option, aber jetzt derzeit für uns nicht zu realisieren, so wie es aussieht. Es sei denn, wir legen hier Samuel mit drauf, hätten wir auch einen 1:1-Tausch. Weil wir brauchen nur 2 gute und Dennard ist ja fast so stark wie Samuel, kostet aber weniger Geld. Also würden wir da auch schon nochmal ein bisschen was sparen. Ah, die sind da sehr, sehr hartnäckig. Sehr, sehr hartnäckig. Und das können wir fast vergessen. Also Dennard können wir fast vergessen. Schade, aber er ist, ja gut, er gehört auch zu den Besten. Muss man sagen. Und dann schauen wir mal bei den Bears. Die haben, Faller, die haben da auch einen interessanten. Da können wir vielleicht mal sehen, ob wir da hier eher erfolgreich sind. Auch der Zweitbeste nach Dennard. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Aber es sieht auch hier nicht so aus. Ah, sieht schwer aus, sieht schwer aus. Nicht so einfach. Also viel mehr können wir nicht reinpacken. Viel mehr können wir da nicht reinwerfen in diese Verhandlungen. Und geht einfach nicht. Haben wir ansonsten noch einen jungen, vielversprechenden. Flowers gerade getradet. Der Beste, den die Browns haben. Auch interessant. Renner, Peterson, klar. Patrick Peterson, aber auch hier werden wir sicherlich keinen Zuschlag bekommen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Hey. Das wäre auch noch zu schön. Also da muss man natürlich auch realistisch bleiben. So, wo haben wir noch welche? Wo haben wir noch die interessanten Leute für uns? Zu alt. In Ordnung. Davis, Vonte Davis in Ordnung, aber viel zu teuer. Will ich nicht, so teure Spieler. Die Dolphins. Auch viel zu teuer. Die Eagles, nein. Die Falcons haben noch einen interessanten. Aber auch hier, Cornerbacks sind halt auch teuer. Da muss man sich natürlich auch immer im Klaren darüber sein. Brock, alles jung, beziehungsweise... Ah, der sieht auch interessant aus.
25 und schon 85. Das sieht nicht schlecht aus. 25 und 85. 24, Casey Hayward. Ha, Hayward ist stark. Hayward ist stark. Hayward, könnten wir einen Versuch starten? Weil der wird auch richtig, richtig gut werden. Wenn wir dafür so viele Wide Receiver hinlegen. Bennett würden wir behalten. Bei den Cornerbacks. Einen alten Cornerback würde ich da... Ich würde da Samuel gerne noch mit draufhauen. Sparen wir Cap Room. Eieieiei. Aber das macht so auch keinen Sinn. Hayward ist gut, aber wir haben, es fehlt der Gegenwert. Und wir können... Schwer. Das können wir schwer kompensieren. Nee, das macht keinen Sinn. Also da müssen wir einfach sagen, das macht halt wirklich nicht viel Sinn. Champ Bailey könnten wir uns noch holen für ein Jahr als Cornerback, aber da schauen wir vielleicht im nächsten Jahr, ob wir einen traded bekommen, weil derzeit sieht das für uns nicht so optimal hier aus. Gut, Cornerback steht bei Team Needs, aber was sollen wir machen? Wir haben keine anderen, die noch interessant sind, wenn ich mir das hier so anschaue. Ach, vielleicht doch ein Älterer mit mehr Erfahrung. Monty Davis, wie gesagt, zu teuer. Brandon Kerr, interessant. 86, kostet zu viel Geld. Grimes, zu alt und zu teuer. Die Giants, wie gesagt, mit Amu Kamara. Es ist ein interessanter Mann. Da wäre sonst noch eine Option, es mal zu probieren. Ansonsten Sam Shields, aber auch eher 6 Millionen. 6 Millionen. Logan Ryan. Logan Ryan von den Patriots. Die haben da ein bisschen was. So, jetzt noch ein Cornerback drauf. Das ist nicht so einfach hier, ihr seht das. Ja, Logan Ryan, Samuel drauf. Unwilling to trade. Da kommt natürlich Freude auf. Das ist heute richtig, richtig schwer. Maximum Roster Size. Und da kommt man dann ganz schnell auch in die Bereiche, wo es schwer wird zum Traden. Jetzt haben wir zumindest Logan Ryan mit dem Pick noch. So, einen könnten wir sicher noch gebrauchen. Jetzt haben wir einen guten Jungen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir hier nicht noch irgendwo einen Jungen, den wir aufbauen können? Zwei gute haben wir jetzt. Ja, komm, wir holen jetzt Champ Bailey noch. Ihr kennt ihn alle, Champ Bailey. Und das reicht jetzt. Wir wollen nicht den ganzen Free Agent Markt traden. Wir haben uns jetzt einigermaßen noch zurückgehalten. Ging jetzt nicht anders. Aber jetzt haben wir noch Logan Ryan, einen guten Cornerback. Einigermaßen jung, mit dem wir sicherlich auch was anfangen können. Marketing, ihr habt doch gesagt, ja, behaltet das mal im Auge. Auf jeden Fall, das werden wir auch auf jeden Fall tun. Wir schauen mal bei Player Marketing. Ja gut, meisten Trikots von Cam Newton, hat 95 Persönlichkeit, 92 Popularität. Und da müssen wir jetzt zusehen, dass wir da dann zustoßen können mit unseren mit unserem Johnny Manziel. Jetzt ist mir der Name nicht eingefallen. Da werden wir auf jeden Fall zusehen, dass wir da was Gutes auf die Reihe bekommen.
Die Medienbeziehungen sind wir, ist in Ordnung, aber auch nichts Besonderes. Wir sind insgesamt auf Rang 5 von den Franchises. Da stehen wir also einigermaßen okay. Da bei Merchandise, da werden wir jetzt hoffentlich schnell nach oben kommen. Jetzt machen wir mal 1. Bei Stuff haben wir, glaube ich, schon ausgebessert, wenn ich mich nicht irre. Der Head Coach ist in Ordnung. Wobei, weil hier haben wir noch keine XP. Okay, wir werden jetzt mal ein Game Prep machen und dann werden wir schon mal sehen, dass wir Johnny Manziel jetzt sehr, sehr hart pushen über Game Prep. Ist auch wichtig, damit wir da relativ gut und schnell in einen guten Bereich kommen. So, wo haben wir ihn? Johnny Manziel, da haben wir ihn. Und er hat 800 bekommen für dieses Game Prep. Bisschen weniger als erwartet. Das liegt aber daran, dass unser Coach nicht überragend ist. Leider unser Head Coach. Daraus resultiert, dass wir da ein bisschen weniger haben. 1500 Punkte trotzdem schon für Johnny Manziel zu vergeben. Und ihr seht ja schon, die Passwerte sind in Ordnung. Also da gibt's nichts. Und da kann man hier sogar schon mal zuschlagen. Nochmal bei Medium Accuracy. Throw on Run hat er 90. Throw on Run 91. Throw Power 90. Play Action nicht so stark. Awareness nicht so stark. Aber ansonsten gute Speed. Gute Beweglichkeit. Und auch ganz wichtig, eine sehr, sehr gute Beschleunigung mit 91. Also Johnny Manziel ist schon ein sehr, sehr guter Quarterback. Da geht's gar nichts. Hat er schon 83 overall durch die 2 Medium Upgrades. Jetzt kümmern wir uns hier noch gleich mal drum, dass wir die Wide Receiver nochmal verbessern. Das werden wir jetzt noch machen bei Game Prep. Hey, übrigens, jetzt den Honor Mod, der kommt jetzt einmal mehr in der Woche. Wir haben den Upload-Plan angepasst. Fällt mir gerade ein, weil ihr diese Serie ja auch so mögt und danach gefragt habt. Es kommt jetzt dreimal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag, wenn ich mich nicht täusche. Könnt mal bei Facebook gucken, da haben wir den neuen Upload-Plan geteilt. Und ja, der wird jetzt also öfter kommen. Und danke nochmal für 98 Likes, hat der Part eben, habe ich gesehen. Grandios, 98 Likes. Ey, ihr seid wirklich irre, ihr seid wirklich irre. Wenn wir diesmal die 100 schaffen können. Ich glaube, der alte Part wird die 100 auch noch knacken. Aber wenn wir diesmal hier auch die 100 knacken könnten, das wäre der absolute Wahnsinn. Wir haben es noch nie geschafft, eine Serie so fortzuführen, dass sie mehr Likes bekommen. Das ist unfassbar. Und da muss ich wirklich sagen, vielen, vielen Dank, Leute. Sehr, sehr stark von euch. Das freut mich ungemein. Und wir hoffen natürlich, dass euch das alles gefällt, was wir euch hier auch zeigen in dieser Serie. Wir haben jetzt nochmal die Cornerbacks ein bisschen aufgewertet. Da werden wir jetzt noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Upgrade Players. So, Gilmore. Schauen wir mal. Da werden wir auf jeden Fall Catching um einmal verbessern. Er ist Cornerback, genau. Press können wir noch um einen verbessern. Haben wir schon 87er Overall. Robinson, Left Guard, der ist ja sehr jung. Da müssen wir auf Passblock gehen. Runblock da sehr, sehr gut, schon ausgebildet. De Castro, auch hier Passblock. Wichtig, dann Left Tackle Glenn. Da ist Runblock nicht so gut, aber Awareness auch nicht so stark. Und da haben wir schon 91 Overall rausholen können. Stewart, ansonsten noch Keenan Allen, interessant. Da werden wir Root Running, Release, Acceleration, Awareness hier hoch machen bei ihm. So, Greg Olsen, der wird uns noch viel helfen in diesem Jahr. Free Safety, Read oder Rate, auch hier nicht schlecht. Pursuit um 2 hoch, direkt 85. Sehr schön. Und ich glaube, dabei belassen wir es jetzt hier erstmal. Team Goals, da kümmern wir uns dann das nächste Mal drum oder schauen jetzt nochmal schnell rein für den guten Kollegen von Johnny Manziel. Er braucht 35 Touchdown-Pässe, 2 hat er schon. Und da werden wir natürlich dafür sorgen, dass er die 35 im besten Falle erreicht. Pro Woche muss er werfen 3 Touchdowns und 300 Yards. Das gibt sehr viel XP-Bonus. Ihr seht das, wenn wir das erfüllen, kriegen wir schon fast 4000 dazu. Also das ist nicht schlecht und da müssen wir uns auch drauf konzentrieren, dass wir das schaffen.
um die Konfidenz auch noch hochzuhalten. Auf die Konfidenz gehe ich im nächsten Part ein, übermorgen. Und dann gibt es auch das Spiel gegen die Detroit Lions. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht sauer, dass es heute kein Gameplay gab. Aber wir haben das jetzt nochmal erledigt mit Johnny Manziel. Und ich hoffe, das war euch einigermaßen recht. Den Rest ist nur eine noch über. Können wir machen, wir haben noch ein Angebot bekommen für unseren Strong Safety. 2 Picks. 26 Jahre. Ja, den wollen wir eigentlich behalten. Ihr könnt ja mal sagen, vielleicht sollen wir das Angebot annehmen. Dann schreibt es in die Kommentare. Wir würden einen 4. und einen 6. Runden-Pick für ihn bekommen. Ab in die Kommentare mit eurer Meinung. Und dann hoffe ich, dass euch das gefallen hat. Heute wieder der Part. Wie gesagt, leider kein Gameplay, aber dafür ein sehr, sehr wichtiger Trade, beziehungsweise zwei gute Trades für unser Franchise. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dran. Wie gesagt, 100 Likes, das wäre so überragend. Das wäre so überragend. Ich bin gespannt, ob ihr es schafft. Und ja, natürlich nur, wenn euch der Part gefallen hat. Ich bin gespannt. Also Leute, finde ich sehr geil, was ihr hier abzieht. Und vielen Dank für euer Lob. Und wir sehen uns dann übermorgen im nächsten Part vom Owner Mode wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Raphael von GameTesticle.at.